ein Headquarter in München bedeutet ja, dass das weltweit agierende Unternehmen Siemens sich zu München als Heimatort und Stammsitz bekennt und das dauerhaft beibehalten und auch öffentlich sichtbar machen will. Das ist für den Wirtschaftsstandort eine grandiose Entscheidung. Und zweitens, dass ein Wettbewerb durchgeführt wurde, damit man wirklich aus 12 Entwürfen von herausragenden Büros das beste Konzept herauswählen kann und die Entscheidung auch unter Mitwirkung der Stadt und unter Mitwirkung vieler Architekten im Preisgericht vorgenommen wird. Ein transparentes Verfahren, für das die Stadt sich auch eingesetzt hatte. Und dann das Ergebnis selbst. Darf Ihnen sagen, was mir persönlich und auch anderen Vertretern der Stadt im Preisgericht wichtig war, das sehen wir alles als erfüllt an. Der Wittelsbacher Platz, der zu den schönsten und intaktesten der Stadt gehört, sollte in seinem Antlitz bewahrt werden, obwohl ja nun ein Gebäude von den Umplanungen tangiert ist. Das wird sichergestellt, der Wittelsbacher Platz bleibt in seinem Erscheinungsbild bewahrt. Der Oskar von Miller Ring, um die andere Seite anzusprechen, sollte durchaus eine Belebung erfahren. Die ist auch vorgesehen. Es wäre nicht reizvoll, wenn hier praktisch nur eine Verkehrsschneise durch zwei große Verwaltungskomplexe besteht, wie es jetzt der Fall ist, sondern hier entsteht ein Platz mit einer offenen und einladenden Situation. Dann sollte natürlich die Struktur der Münchner Altstadt, in der sich das Unternehmen befindet, aufgegriffen werden, also kein überdimensionaler Fremdkörper entstehen. Die Stadt sollte aber auch durchlässiger werden und München sollte grüner werden, nicht im Sinne eines kleinen Stadtwaldes, sondern im Sinne der Green Technologies, die hier Einzug erhalten. Und weil der Entwurf all diese Erwartungen erfüllt hat, kam ein fast einstimmiges Ergebnis zustande und die Stadt kann voll unserer Ansicht nach damit zufrieden sein, zur Entscheidung, ja zur Entscheidungskette gratulieren und auch die Hilfe zusagen bei den Nachbesserungen, die noch erforderlich sind. Wir wollen auch ein Zeichen setzen, dass das architektonisch ein Projekt sein sollte, was den höchsten Umweltstandards Rechnung trägt und auch die modernste Technologien von Siemens hier vor Ort zum Einsatz kommen. Und das Wichtige war auch, dass es Oberbürgermeister Ude mir ein wichtiges Anliegen ist, dass es nicht nur ein Bekenntnis zu unserer Heimatstadt ist, sondern dass es auch ein Bekenntnis ist der Öffnung, der Einbindung hier am historischen Standort Wittelsbacher Platz. Und wir haben gestern und heute uns intensiv mit den einzelnen Plänen auseinandergesetzt. Und auch hier gibt es sehr, sehr spannende Entwürfe von allen Architekturbüros. Es war eine nicht einfache Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber wir haben uns für ein Projekt entschieden, was nicht nur den Ansprüchen von Siemens genügt, sondern auch ganz klar die Öffnung dokumentiert hinsichtlich des innerstädtischen Kerns mit dem Museumsviertel, also die Durchwanderung, die Möglichkeit der Offenheit auch für die Bürger von München. Am Oskar von Miller Ring eine sehr einladende Geste, fast einen kleinen Stadtplatz, der das unter Naturschutz stehende
Angebot an großen Räumen hier erweitert und zu einer richtigen Erlebnis- und Aufenthaltsqualität ausweitet. Und wir erhalten viele Durchwegungen, mehrere Eingänge von Süden, vom Wittelsbacher Platz aus selber und natürlich auch einen Ausgang nach Norden, sodass Angestellte der Umgebung, aber auch Passanten und natürlich Touristenströme jetzt das Areal nicht mehr großflächig meiden müssen, sondern durchqueren können. Das ist eine echte Win-Win-Situation. Man hat kürzere Wege, aber Siemens hat auch Besucherströme, die das Unternehmen und seinen Stammsitz wahrnehmen und vielleicht auch Präsentationen anschauen. Dieses Gebäude wird weggerissen, aber die Grünanlage mit den alten Bäumen, die darf bleiben.